Dora, heute testen wir von Bergtoys den Explorer XT3, ein reinrassiges Gelände-Go-Kart. Mit dem könnt ihr nicht nur auf der Straße fahren, sondern wie ihr seht, auch richtig Offroad. Der Rahmen von dem Explorer XT3 von Bergtoys ist sehr massiv, der wiegt schlappe 54 Kilogramm, fährt sich aber trotzdem sehr, sehr leicht. Und wie ihr seht, hinten auf die Radkästen können zwei Kinder Platz nehmen. Aber er hat noch einige gute Detaillösungen auf Lager. Wie ihr schon seht, der Explorer XT3 von Bergtoys ist mit richtig, richtig, richtig fetten, luftgefüllten Reifen ausgerüstet. Außerdem hat eine Doppelkugelkopfsteuerung. Ihr seht, das Ganze ist sehr massiv. Für die Sicherheit, und das cooler ausschaut, hat er hier hinten einen Überrollbügel drauf. Wenn es mal den Kindern zu hoch den Berg rauf geht, haben wir hier eine SRAM Dreigangschaltung. Wenn ihr den Sitz verstellen wollt, ist das Ganze kinderleicht. Einfach rausziehen und wieder woanders einstecken. Fertig. Und schon könnt ihr weiterfahren. Ihr seht selber, wie gelenktauglich der Explorer XT3 von Bergtoys ist. Ja, liebe Kinderautora, und jetzt zum Schluss noch das Beste. Auch Erwachsene, wenn sie klein genug sind, so wie ich, können noch mit diesem tollen Teil fahren. Ihr seht, Rückwärtsgang geht auch. Ein wirklich unglaublich stabiles Fahrzeug, dieses Go-Kart von Bergtoys. Es liegt super auf der Straße. Ihr könnt damit auch über die Bordsteine hochfahren, ohne Probleme. Es ist unglaublich stabil. Das hält viele, viele Kinder aus. Bei uns hat mittlerweile der halbe Kindergarten Eltern wie Kinder dieses Go-Kart ausprobiert. Es ist wirklich der Hammer. Aber genug geredet, ich fahre jetzt noch eine Runde mit dem Go-Kart und habe einen riesen Gaudi dabei, das verspreche ich euch. Also bis zum nächsten Mal, viel Spaß und wie gesagt, dieses Teil hat mich überzeugt. Tschüss!